Hallo, heute möchte ich euch mit der Methode der Visual Codes zeigen, wie ihr ganz leicht lernen könnt, auf Japanisch bis 10 zu zählen. Diese Methode könnt ihr bei allen anderen Inhalten natürlich auch anwenden. Also auf Japanisch von 1 bis 10 zählen. 1 heißt Ichi. Das habe ich mir so gemerkt. Das ist Englisch für kratzen. Es juckt und man muss sich kratzen. Ichi. 2 Ni. Das ist Englisch für Knie. Ich merke mir, ich kratze mich am Knie. Ni. 3 Sun, Englisch für Sonne. Ich schaue in den Himmel, in die Sonne. Ich grüße die Sonne, Sun. 4 She, Englisch für sie. Ich sehe sie. She. 5. Go, Englisch für gehen. Go. Ich gehe. Go. 6. Rock you. Zum Beispiel den Rock schütteln. Ich schüttle meinen Rock. Rock you. 7. Chichi. Das ist Vogelgezwitscher, das ich höre. Ein Vogel zwitschert. Chichi. 8. Da muss ich niesen. Es ist Frühling, ich muss niesen. Der Vogel zwitschert. Hachi. Hachi. 9. Q. Das ist Englisch für Warteschlange. Q. Ich warte. Q. Ich stehe in einer Warteschlange. Q und you, Englisch für du. Ich warte auf dich. You. Das war's schon. Der Überblick. Japanisch 1 bis 10. Stell dir die Geschichte vor. Ich kratze mich. Ichi. Am Knie. Ni. Ich schaue in die Sonne. Sun. Ich sehe sie. She. Ich gehe hin. Go. Ich schüttle meinen Rock. Rock you. Ich höre Vogel zwitschern. Chi chi. Ich muss niesen. Hachi. Ich warte in der Warteschlange Q auf dich. You. Es ist gar nicht schwer, wenn du dir die ganze Geschichte vorstellst. Ichi, ni, san, shi, go, rokyu, chichi, hachi, kyu, yu. Eins bis zehn auf Japanisch mit der Methode der Visual Codes. Ichi, ni, san, shi, go, rokyu, chichi, hachi, kyu, yu. Erklärt von lernförderung.de. Wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like, abonniere den Kanal und schreibe doch in die Kommentare, was du noch alles mit der Methode gelernt hast. Viel Erfolg!